Hallihallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Let's Play The Legend of Zelda Ocarina of Time. Wir schauen uns jetzt mal ein bisschen Kakariko an. Na? Und schauen mal, was wir da so alles finden können. Und anfangen tun wir mit diesem Haus. Was finden wir denn hier? Eine Frau, okay. Oh, Kleiner. Mein Mund ist ganz schön komisch. Bist du zum ersten Mal in Kakariko? Die mächtige Impa, eine großartige Frau, hat das Dorf für einfache Leute wie uns erbauen lassen. Fühle dich Warte, ich muss das mal nachstellen, wie die guckt. So, die Zähne spreizt die so. Fühle dich ganz wie zu Hause. Das Essen ist allerdings noch nicht fertig. Danke, ist nett von dir. Das ist doch mal eine nette, willkommene Kultur. So muss das immer sein. Sehr schön, aber leider war da nichts Besonderes. Da ist ein Huhn drin. Ich habe echt Angst, dass wir alle Hühner finden müssen. Bitte ohne Zeitlimit. Das wäre alles, was ich will. Da ist natürlich nichts drin. Da könnte eine Skulltula drin sein. Weil da nicht genau kein Item drin ist. Link, kriegst du das auch mal? Danke. So. Was haben wir denn hier? Mein Sohn ist gerade nicht zu Hause. Vielleicht spielt er ja auf dem Friedhof. Ja, das stimmt. Aber deswegen kannst du mich trotzdem in dein Haus reinlassen, oder? Ein Job, bei dem du viel Geld für wenig Arbeit bekommst. Da fällt mir nur Diebstahl ein. Du findest, das wäre keine gute Idee? Tja, dann mach's nicht, Arschloch. Okay. Da kommen wir weiter, da wollen wir jetzt noch nicht hin. Sehr schön. Gucken wir mal, welche Häuser wir noch erreichen können. Weil wir können nicht alle Häuser erreichen. Weil hier gibt es eine Ecke, die kann man tatsächlich nicht bekommen. Können wir zumindest mit dem da oben reden? Ja, können wir. Ich komme nicht mehr vom Dach herunter. Aber dafür kann ich Tag und Nacht den Todesberg anschauen. Ja, das ist ja super. Das hilft dir ungemein weiter. Ich meine, du wirst irgendwann früher oder später verhungern, aber egal. So, in der Mühle waren wir schon drin. In dieses Haus kommen wir nicht rein und das da hinten... Da waren wir auch schon drin. Nur in dieses rechte Haus hier. Da wollen wir rein, aber da kommen wir noch nicht rein. Da sind noch diese ganzen Häuser vor uns. Das hier ist eins davon. Ich weiß gar nicht, welches das Haus ist, das ich suche sogar. Das ist es ja. Skulltulas Haus. Achtung. Was ist das? Oh Gott. Oh! Wir sehen so aus, weil auf uns der Fluch der Skulltulas lastet. Werden jedoch alle Skulltulas dieser Welt zerstört, verliert der Fluch seine Wirkung. Tötest du eine, erscheint ein Symbol, sammle es ein. Die Zahl neben dem Spinnensymbol auf dem Statusbildschirm gibt an, wie viele Skulltulas du bis zu diesem Zeitpunkt zerstört hast. Erscheint das Spinnensymbol neben einem Namen auf dem Kartenbildschirm, findest du in diesem Gebiet keine Skulltulas mehr. Hoppala, na super. Oh, jetzt muss ich nochmal alles lesen. Ich hasse das. Das B tatsächlich durchscrollt. Brichst du den Fluch, werden wir dich reich belohnen. Na super. Da ist noch eine. Ah, ich bin verflucht. Genau. Bei 10 dürfte der erste frei sein. Wir haben jetzt, glaube ich, 8. Also... Ich denke mal, wenn wir das Goron-Level durch haben, also es wurde ja schon gesagt, dass da oben die Goron leben, wenn wir dieses Level durch haben und den Dungeon, der dort oben auf uns wartet, dann dürfte es sogar schon genügen. Dann dürften wir schon 10 haben, das dürfte den ersten bereits befreien. Was sagst du denn? In diesem Haus lebte einst die mächtige Impa. Es ist nun für alle Dorfbewohner geöffnet, du kannst auch hinein. Dieses Dorf gehörte einst den Shika. Aber jetzt kann jeder hier leben. Das ist sehr nett. Impa ist wirklich nett. Hey, betrittst du fremde Häuser immer unaufgefordert? Haben dir deine Eltern keine Manieren beigebracht? Hallo? Mir wurde gerade gesagt, ich darf hier rein. Arschloch. Na egal. Hast du die Frau hinter dem Haus gesehen? Sie hat es zurzeit nicht leicht. Na egal. Sollte die Frau mal etwas über Hühner erzählen, hör ihr gut zu. Na egal.
Wie komme ich denn da rein? Da will ich hin. Da gibt's ein Herzteil. Lass mich durch. So ein Arsch, ja? Das Haus ist für alle da. Hey, du Arsch, geh nicht in fremde Häuser. Der Soldat hat's mir erlaubt, du Spast. Ich darf das, du darfst es nicht. Die Frau hinter dem Haus hat es nicht leicht. Können wir da... Ah, okay, ich weiß ja. Ja, ich weiß, wie wir da hinkommen. Was soll ich nur tun? Meine Hühner sind alle davon geflogen. Bitte hilf mir, die Hühner wieder einzusammeln. Okay. So, dich nehme ich gleich mal mit. Weil ich weiß, ein Huhn, bei dem ist es ein bisschen schwierig, es zu bekommen. Dafür braucht man nicht ein anderes Huhn, nicht das da. Wie komme ich denn da hoch? Ich muss auf dieses Teil und von dort muss ich springen. Ah, da muss ich hoch. Okay. So. Runter mit dir. Komm mit. Gab es nicht noch ein anderes Huhn? Wo man es schwierig hat, zu diesem Huhn zu kommen? Ich glaube schon. Du warst doch der, der mich gerade da getragen hat. Du schaffst es da nochmal, oder? Dafür musste man, glaube ich, von da oben springen. Oder täusche ich mich? Ging das so einfach? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich versuch's einfach mal. Das hat ja super funktioniert. Also nochmal, ich lass dich nicht los, bevor ich nicht dieses geheime Huhn da hinten geschafft habe. Ich will da jetzt hin. Das ist tatsächlich blöd zu erreichen, diese Stelle. Man kann sich da auch keinen Safe oder so machen. Ha! Es geht! So, wie war das? Ich muss gleich das Huhn, kann ich das hier drüber werfen? Ja. Ich kann das Huhn da drüber werfen. Jetzt darf ich allerdings nicht in das Haus rein, das ist natürlich wieder super. Weil sonst würden die Hühner ja zurückgesetzt werden. Und auch in dieses Loch darf ich nicht rein. Warte. Was mache ich mit dir? Ich schmeiß dich jetzt erstmal weg, genau. Dann kletter ich mal die Leitern hoch und guck, was da oben. Da ist noch ein Huhn, ihr kleinen Penner. Wie viele Hühner hat denn die? Ist ja schlimm. Und was ist da oben? Nicht, dass da noch ein Huhn ist. Wir müssen uns das jetzt alles genau anschauen. Okay, da ist kein Huhn. Ich muss nur gucken, dass ich nicht in dieses Loch reinfalle, weil wie gesagt, die Hühner werden alle zurückgesetzt, wenn man da reinspringt. Und das will ich ja dann doch nicht. Was ist denn hier oben? Ist hier noch eins? Nö, hier kommt man einfach wieder zurück. Ach, wenn man keinen Huhn hat oder so. Natürlich, man muss ja irgendwie wieder zurückkommen. Ja, klar. Nachdem wir hier alle Hühner haben, können wir diesen Bereich bereits wieder verlassen. Also die Hühner kriegt man, glaube ich, schnell. Und ich hoffe, man kriegt das, was ich hoffe, dass man es kriegt. Komme ich eigentlich da hinten hin oder geht das nicht? Ich glaube leider, es geht, glaube ich, gar nicht. Nee, leider nicht. Nicht euer Ernst. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Fail. Warte, wo ist das Huhn? Wo ist es hin? Fail. Nein, es darf überall landen, nur nicht da oben. Da kriege ich es nicht mehr runter. Oh nein, jetzt muss ich von vorne anfangen. Oh, scheiße. Oder zählt das als Install? Ich schmeiß die jetzt einfach mal rein hier. Das machst du sehr gut. Bring doch bitte noch die anderen vier zurück. Ich muss halt echt gucken. Also drei weiß ich, wo sie sind. Ich hoffe halt echt, dass das als Imstall zählt. Weil ganz ehrlich, das ist Imstall. Das ist innerhalb der Grenzen. Was ist denn Navi? Was Salia wohl dazu sagen würde? Ja, halt die Fresse.
Sie würde sagen, du bist ein nerviges, blödes Kind und du sollst die Fresse halten. Genau das würde sie sagen. Das ist doch echt nicht wahr. Das ist der größte Fail, ey. Wie konnte mir denn das passieren? Dieses blöde Scheißhuhn. Warte, da ist noch eins. Da ist noch eins drin und oben ist noch eins. Hallo, Huhn. Bleibst du mal da, bitte? Meine Güte, ey. Ich fürchte halt echt, dieses eine Viech, das da oben hängt, zählt nicht dazu. Ich wäre halt echt schon glücklich, wenn ich das jetzt nicht nochmal machen müsste. Das wäre ziemlich peinlich. Ich glaube, oben ist noch eins. Ich weiß jetzt aber nicht, ob ich jetzt nach dem 4 noch eins reingeworfen habe. Geh mir nicht auf die Nerven. Weil es wäre halt schon geil, wenn ich die Belohnung kriegen würde, damit wir diese Quest gleich gemacht haben. Ich weiß gar nicht so recht, was die genaue Belohnung ist. Aber das wäre jetzt echt ein Fail, wenn dieses Huhn, das da oben hängt, nicht zählen würde, weil das kriege ich da nicht mehr runter. Das geht einfach nicht. Okay. Ein Huhn müsste es noch sein auf jeden Fall. Entweder haben wir es dann geschafft oder ich muss alle Hühner nochmal finden. Wäre zwar an sich kein Problem, weil man kommt da schon hin, aber ich müsste alle Hühner nochmal finden. Da ist nichts drin. Ich glaube, wie gesagt, in der Nacht könnte dann eine Skulltula sein. Ich finde das geil, wenn man hier fliegen kann. Bitte sagt mir, dass jetzt alle Hühner im Stall sind. Super, jetzt hast du fast alle. Bring doch bitte noch das letzte. Ich muss die echt alle nochmal machen, weil ich das Huhn da oben abgesetzt habe. Nein, hätte ich es doch nur nicht geworfen. Das waren alle. Scheiße. Ah, das zählt halt echt nicht. Du kommst halt echt nicht auf diesen Vorsprung drauf. Du kannst es von dort nicht runterholen. Na super. Warte. Die bleiben drin. Das ist ja cool. Super, jetzt hast du fast alles. Ist noch eins. Ja, eins ist es noch. Dafür muss ich hier aber eins wieder klauen. Tut mir leid. Komm mal mit, flieg raus. Jetzt komm mit. Weil bekanntlich haben wir dieses Huhn ja da hinten gefunden. Oh, super. Wow, wunderbar, dieses blöde Scheißhuhn. Hättest du nicht einfach so, wie ich es eigentlich geplant hatte, nicht durch die Decke glitschen können? Ah, niemand würde durch die Decke glitschen, nicht hier. Okay, genau zielen. Und los. Jetzt haben wir es, sehr schön. So, das müsste dieses Huhn da oben sein, wenn ich mich nicht täusche. Genau, das hat es wieder zurückgesetzt, weil wenn die Hühner nicht im Stall sind, dann werden sie auf jeden Fall wieder zurückgesetzt. Und jetzt fliegen wir in den Stall rein. Ich werde dich erst werfen, wenn ich auf dem sicheren Boden gelandet bin. So. Nicht durch die Decke glitschen. Braves Huhn. Dann suchen wir noch schnell das letzte. Das müsste hier irgendwo rumfliegen. Ja, da hinten sieht man es schon. Dann haben wir nämlich diese Quest schon gelöst. Hoppala. Hallo? Ja, genau. So ist brav. Nettes Hühnchen. Gott, bist du süß. Dann haben wir ihr immerhin schon geholfen. Wie auch immer das geschehen kann, dass alle Hühner gleichzeitig abhauen. Danke, dass du meine Hühner eingesammelt hast. Ich bin nämlich allergisch und bekomme einen Ausschlag, wenn ich sie anfasse. Was? Du bist allergisch gegen Hühner? Ja. Und dann hältst du Hühner? Ja. Hast du ein Problem damit? Nein, schon in Ordnung. Dafür, dass du mir geholfen hast, jedenfalls gebe ich dir etwas sehr Wertvolles. Eine zweite Flasche. Ui, das ist ja schön. Das freut mich. Ärgere die Hühner bitte nicht. Ja, die darf man nicht ärgern. Das kann ganz schön schief gehen. Jetzt brauche ich ja doch wieder ein Huhn. Tut mir leid.
Wissen das, wenn ich das jetzt raushole, kann ich dann nochmal das Rätsel machen? Oder? Weil ich brauche eins. Wie sieht's denn aus? Hey, was machst du denn da? Sammle sie ein oder zahle dafür? Ich soll Geld dafür bezahlen. Zuh. Ich sammle da hier überhaupt nichts ein. Die kommt jetzt mit und dann springe ich nicht mal da hinten hin. Das ist das einzige Problem dahinter halt. Es ist nicht möglich, ohne Huhn da drüber zu kommen. Die Frage ist, ist es jetzt wieder drin oder muss ich jetzt ernsthaft wieder rausholen? Keine Ahnung. Asas Hexenladen, geschlossen. Bin auf Kräutersuche, komm später wieder, wenn du es wagst. Das hat sich ja voll rentiert. Wow. Dann haben wir noch dieses Loch und diese Tür. Und hoffentlich sind die beide offen, nicht, dass man da jetzt wirklich in der Nacht wiederkommen muss. Wer ist da? Schon wieder so ein Rattengesicht, das durch die Hintertür kommen will? Rattengesicht. Ich muss dir ein paar interessante Neuigkeiten erzählen. Der Chef der Zimmerleute hat einen Sohn. Es ist der Typ, der jeden Abend beim Baum herumlungert. Erzähl dem Chef bloß nicht, dass ich dir das gesagt habe. Okay, was ist das für ein Assi? Bumm. Was haben wir denn hier? Man erzählt sich, es ist 7.12 Uhr. So. Hier gibt es, glaube ich, etwas, was wir sehr gut gebrauchen können. Da bin ich mir auch noch nicht ganz sicher. Da wir jetzt eine Flasche haben. Nein. Nein. Aha. Ha! Sehr schön. Wir haben einen Käfer gefangen. Den können wir freilassen. Das ist sehr gut. Das ist nicht genau das, was ich haben wollte. Später, wenn wir mehr Flaschen haben, noch mehr Flaschen. Also man sieht schon, es sind wohl scheinbar 4. Wird das auch noch interessant, denn mit diesen Käfern können wir ganz, ganz, ganz gewisse Dinge tun, die wir auch für die 100% auf jeden Fall brauchen. Ach, siehe da, das war sogar das richtige Huhn, wo ich rausgenommen habe. Sehr schön, dann schmeiße ich das mal wieder in den Stall hinein, damit sie kein Geld von mir haben will. Die sind wieder alle draußen! What? Wieso alle? Hä? Ich habe doch nur eins geklaut. Wieso hat sie denn alle anderen wieder rausgelassen, ey? Soll ich die jetzt nochmal suchen? Weiß nicht. Habe ich denn schon alle Häuser besucht? Warte, ich war... Beim Hintereingang habe ich es versucht. Ach so. Warte, genau, das war ja das Haus. Der Hintereingang führte zu dem Haus, wo hier, weißt du schon. Ja, wir sind alle frei. Ja, dann fliegen wir halt mal. Hoffentlich ist sie nicht sauer auf uns, weil wir uns weggeklaut haben. Sechs weitere. Kriegen wir dann was von dir? Nee, oder? Das wäre schon ziemlich traurig, wenn wir da jetzt schon wieder was kriegen würden dafür. Aber man kann sie ja mal schnell einsammeln. Ich meine, wir haben ja auch nur schon maximales Geld. Das werden wir, denke ich, auch relativ bald aufstocken können. Haben wir auch. Sind es ja schon nur noch 2, glaube ich. Nee, Quatsch, 2, 4 sind es, glaube ich, noch. Oh ja, ich habe das Geheime vergessen, ja. Blödes Kackvieh, jetzt komm mit, Mann. Das da habe ich vergessen, genau, das müssen wir auch noch mitnehmen. Schauen wir mal, vielleicht gibt sie uns ja nochmal was. Nicht, dass sie nur Danke sagt und uns einen Kuss auf die Stirn gibt. Das wäre sehr, sehr wenig dafür, dass wir hier ein echter Held sind. Warte, das war Skuldulas Haus, ne? Schön ist, dass man hier kein Zeitlimit hat. Weil erinnert ihr euch noch an The Minish Cap? Das habe ich auch schon let's played. Da hatte man ein Zeitlimit. Das war nicht so schön. Aber man sieht schon an einigen Stellen, es ist tatsächlich sinnvoll, Kakariko zu besuchen, auch in der Nacht. Da ist die Hexe da. Dann haben manche Häuser auch, zum Beispiel das Haus, wo sagt, hier der Sohn sei nicht da.
All diese Häuser sind im Moment zu, also ich werde hier wahrscheinlich im nächsten Part oder vielleicht auch in dem Part noch per Nacht nochmal vorbeischauen, dass wir hier möglichst alles finden. Man kann hier noch Skulpturas finden, denke ich mal auch. Wäre sogar cool, wenn wir jetzt noch zwei finden würden. Dann könnten wir schon nämlich das erste oder die erste Belohnung in Empfang nehmen im Skulptura-Haus. Die kriegt man nämlich, wenn man 10 hat. Da bin ich mir absolut sicher. Also mit absolut sicher meine ich, wahrscheinlich irre ich mich eh wieder, weil ich weiß es nicht mehr. Das ist schon alles so lange her. Weil Skulpturas habe ich tatsächlich bei meinem ersten Durchspielen, also Durchspielen, ich habe es ja nicht ganz durchgespielt, aber bei meinem ersten Spielen habe ich Skulpturas tatsächlich relativ gut gesammelt. War dann irgendwie auf 43 oder so, ich glaube 100 gibt es, ich weiß nicht, oder nur 50, ich weiß es nicht. Hui, wir fliegen! Das Huhn tut mir jetzt schon leid. Peter würde sich jetzt schon wieder beschweren. So, sind das schon alle? Danke, du hast alle gefunden. Bin ich allergisch? Ja. Okay. 50 Rubine, ja, das hat sich ja voll gelohnt. Bitte ärgere die Hühner nicht, sonst werden die sauer. Keine Sorge. Ich werde deine Hühner nicht ärgern. Schauen wir mal. Das war das Skulptura-Haus, oder täusche ich mich da? In dem waren wir drin. In dem Gemeinschaftshaus waren wir auch drin. Das war das Skulptura-Haus, ne? Ja. Sehr schön. Dann waren wir in dem Haus da oben. Wir waren in dem Haus, das ist zu. Im Hexenhaus wollten wir auch rein, das ist auch zu. Wir waren in der Mühle. Ja, wir waren in allen Häusern drin, wenn ich mich nicht verzählt habe. Das heißt, wir machen jetzt was ganz Geniales. Wir gehen nämlich jetzt mal weiter, damit wir storytechnisch auch noch was geschafft haben. Moment, da ist doch schon wieder ein Huhn drin. Seriously, what the fuck? Du bist so unfähig, du dummes Hühnermädchen. Du bist so unfassbar unfähig. Das kann ja echt nicht sein. Wir warten jetzt mal wieder, bis Nacht ist. Dazu gehen wir hier hin. Ich glaube, bei diesem Typen haben wir zwei Möglichkeiten im Endeffekt, uns zu beweisen. Halt. Das Passieren ist nur mit königlicher Erlaubnis möglich. Hast du das Schild nicht gelesen? Oh, du bist ja noch ein Kind. Sicherlich kannst du noch gar nicht lesen. Ja, Arschloch, okay. Todesberg, man muss hier königliche Erlaubnis haben. Sehr schön. Ich weiß nicht, ob wir das hier auch spielen durften oder ob wir wirklich den Brief abgeben müssen. Das will ich gerade nochmal nachschauen. Nope. Der will den Brief. Okay, dann kriegst du den Brief. Hier, take it. Oh, das scheint in der Tat, das ist Zeldas Handschrift. Lass mal sehen. Ja, na gut. Dieses Strohi, er hat den Auftrag, Hyrule vor dem Untergang zu bewahren. Prinzessin Zelda. Ha, was ist denn das für ein seltsames Vorhaben? Wie dem auch sei, du kannst passieren, Zwergenheld. Ha. Das ist natürlich eine wunderbare königliche Erlaubnis. Ernsthaft, das ist Strohi, er darf das. Schön. Ach, Herr Nachwuchsheld. Falls du planst, den Todesberg zu besteigen, solltest du dich mit einem starken Schild ausrüsten. Der Vulkan ist noch immer aktiv. Auf dem Marktplatz in Hyrule wirst du sicher fündig, wenn du Ausrüstungsgegenstände kaufen möchtest. Wenn du ihnen sagst, dass ich dich geschickt habe, machen sie dir sicher einen Sonderpreis. Denkst du aber, deine Ausrüstung würde genügen? Ja, dann lauf halt weiter. Übrigens, kann ich dich um einen Gefallen bitten? Du musst es nicht tun, aber immerhin habe ich dir eben einen guten Tipp gegeben. Warst du schon mal beim Maskenhändler in Hyrule? Über diesen Laden spricht zurzeit jeder. Mein Sohn drängt mich schon die ganze Zeit, ihm eine Maske zu kaufen. Doch leider fehlt mir die Zeit. Ich muss die ganze Zeit hier stehen und Leute durch den Weg versperren. Könntest du mir bitte einen besorgen? Ich meine, nur wenn du zufällig mal nach Hyrule kommen solltest. Zum Beispiel, weil du ein Schild kaufen musst, vergünstigt. Wie gesagt, ich kann hier nicht weg, mein Job. Ach so, das hängt wieder zusammen. Jetzt habe ich den Schild schon gekauft, ne? Dann habe ich ja unnötig viel Geld ausgegeben. Ich bin ein Idiot. Naja, egal, dann gehen wir mal schnell hier hoch, weil da geht die Zeit wieder um. Warten kurz, bis Nacht ist und dann gehen wir nochmal kurz auf Jagd. Weil es gibt bestimmt ein oder zwei Skulpturas, die wir in dem Dorf schon erreichen dürfen. Wir sind hier im Gebirgspfad. Neue Gegner, die können wir uns mal anschauen. Was sagt der Navi dazu? Ein roter Arachno! Erfasse ihn mit L, wenn er springt, und schlage mit dem Schwert zu.
sind jetzt nicht die härtesten Gegner. Eigentlich geht es mir nur darum, dass endlich Nacht wird. Na super, es wird erst Mittag. Wow, das wäre fast ins Auge gegangen. Aua, der hat mich nicht ernsthaft getroffen. Ich glaube, dafür brauchen wir irgendwas Explosives. Sieht mir nach einer Wand aus, die man sprengen muss. Ich bin so ein Idiot, ey. Warum hat er kein Herz? Hab doch ein Herz, bitte. Dodongos Höhle. Betreten nur mit Erlaubnis erlaubt. Herzen. Sehr schön. Das brauchen wir alles. So, Sonne, gehst du denn endlich unter? Sonne, komm schon, verpiss dich, bitte. Ja, das ist eine Skulltula, aber ich komme nicht hin. Ah. Dauert nicht mehr lange. Was steht denn da? Kakariko bestimmt, oder? Fahrt nach Kakariko. Du, Sonne, verschwinde. Lass es endlich Nacht werden. Ah. Der Himmel wird, glaube ich, schon dunkler. Ja, er wird lila. Trotzdem würde ich mal sagen, falls euch die Folge von Let's Play The Legend of Zelda Ocarina of Time gefallen hat, würde ich mich über ein Like oder einen Kommentar freuen. Ebenso über ein Abo, falls ihr mich weiterverfolgen wollt. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, Servus.